war ich so bitterlich enttäuscht von mir, weil ich das Gefühl hatte, ich habe die Leistung nicht gebracht. Arme hoch. Ich hab verkackt. Nein, du blöd, du warst super. Auf. Du warst super. Du warst super. Du warst super. Du warst super. Jetzt laufen Danny und Tony gegeneinander. Und dann kam die Geheimwaffe, The Hammer, Danny. Danny ist da hochgesprintet wie ein junger Gott. Du bist vorhin da. Ja, jawohl. Hol los. Geil. Sehr gut, Tony. Was für einen geilen Rückstand du aufgeholt hast. Sehr gut, weiter, weiter, weiter. Und atmen. Dass mich Danny überholt hat, habe ich auf jeden Fall gesehen. Aber ich konnte ihn nicht mehr. Ich wollte noch mehr Gas geben. Ich hab's einfach nicht. Er war einfach besser. Er war schneller als ich. Und rein das Ding. Hänger. Gut. Und ab, tschüss. Komm, Tony, komm, komm, komm. Und ab geht's. Ich habe mich wie in so einem Tunnel quasi auf den Ball fokussiert, weil alles andere war für mich völlig ausgeblendet. Schaut mal, wer da kommt. Danny! Das war so geil. Also was Ole, Sonja und Danny wieder für eine Arbeit geleistet hatten. Du hast ihn eingeholt und überholt. Komm! Das war ein Vorsprung, den wir gehabt hatten. Eine Möglichkeit, eine Chance. Auch für mich, dass ich noch mal den Vorsprung auch noch mal ein bisschen erweitern kann. Run. Oh ja, oh ja. Okay. Nimm deine verfickten Beine in die Hand. Und lauf, 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 lauf. Wer hätte gedacht, dass so ein kleiner Mann so viel Power hinten drin hat, wirklich. Und boom. Aus, yes. Und gib ihn, komm. Ich hatte eigentlich so einen Tunnelblick. Ich habe einfach nur diese Station 4 gesehen. Da wollte ich hin und dann wollte ich auch wieder zurück. So schnell wie es geht einfach. Party Gas. Ich sag mal, die ersten paar Meter gingen noch. Und da habe ich wieder gemerkt, wie hart meine Beine geworden sind. Komm, mit mir, komm. Mit mir. Schaffst du, komm, komm. Und Ball und los geht's. Ja, zeig mal die Powerfrau, die in der steckt. Komm, zeig es, komm, sehr gut. Bisschen schneller, komm. Komm, Papi. Ich konnte nicht mehr. Patti, nicht auf, nicht auf, nicht auf, komm. Schaff mir, schaff mir. Ich habe wirklich meine Zähne zusammengebissen. Ich habe mir vorgestellt, meine Kinder stehen da oben. Schaff mir, komm, Patti. Patti, wir geben nicht auf, komm. Und tschüss. Und tschüss. Sehr gut, komm, lauf, komm, Luca, Patti. Lauf. Komm, komm, Gas. Dass er da wirklich einen Berg so hoch und dann wieder so runter flitzt ohne Pause. Also da muss ich wirklich... Hut ab an den Luca. So, ich dachte so, puff, puff. Dickerchen kann was so. Okay, und drauf rollen. Und komm, drauf rollen. Und runter. Komm, Vati, los. Ich habe wirklich alles gegeben, aber meine Beine waren so schwer wieder. Die warten, komm. Ja, ich habe versagt. Ich habe wirklich nur gedacht, du hast im Team Stich gelassen, du hast versagt. Es hat mich emotional so mitgenommen, dass es direkt auf meinen Magen geschlagen ist. Sättigung ist gut, Puls ist gut, Blutdruck ist gut. Weil du wirklich, weiter geht's, ich will nicht aufhören. Du bist extrem an deine Grenze gegangen, das hat man auch hier angesehen. Und dann kommt so eine Reaktion. Ja. Bist du okay? Das muss alles einfach nur mal raus. Carina ist die fünfte Läuferin für Team Blau. 3, 2, 1 und los geht's. Komm, Patti, los. Berg ist für mich die schlimmste, was es gibt. Und das war es auch jeder. Ich konnte nicht einmal so einen kleinen Berg raufgehen. Der ist wirklich so auf seine Art und Weise, aber er war trotzdem schnell. Tempo raus ab jetzt und locker dran, komm. Kräfte sparen für den zweiten Durchgang. Gut, und jetzt laufen wir runter. Komm, Patti.
Sehr gut. Gianluca war schon relativ lange weg, wie ich gestartet bin. Und Round runter. Und wie ich so auf halber Strecke hochgelaufen bin, habe ich ihn schon gesehen, wie er mir entgegenkam Richtung Ziel. Ja gut, da hatten wir natürlich schon verloren. Gianluca, gerne auch mal gehen. Ihm war nicht klar, übrigens, wir laufen ja noch mal hoch. Sammel doch mal ein bisschen Kräfte. Aber nö, der feine Herr möchte ja sprintend da unten ankommen. Mein Kopf hat so weh getan und dann dieses Geschrei. Ich hatte das Gefühl, dass so 1000 Menschen auf mein Ohr einstechen. Gib ihm Wasser. Gib ihm Wasser. Das Gefühl war mega. Wir haben als Team funktioniert. Wir haben alle alles gegeben. Also da war ich wirklich sehr stolz auf mein Team. Ich habe gerade Angst, alle meine Kräfte jetzt in die erste Runde und das hier zu haben. Und ich habe den Berg echt unterschätzt. Wo ich das gesehen habe, dachte ich mir, das ist der Kindergarten. Aber das ist echt richtig schwer. Sehr schön. Sehr gut. Sehr schön, Mirena. Nochmal die 6 laufe ich nicht. Ich laufe auch die 5 nochmal. Jeder ist an seine Grenzen gekommen. Ihr hättet schneller laufen müssen. Und jetzt kannst du noch mal versuchen. Nein, ich geh doch nochmal laufen. Ich habe einfach meine Wut wieder mit dem Heulen rauslassen. Ich wollte nicht verlieren, ich wollte echt gewinnen. Es ist wichtiger, dass du Ende des Tages sagen kannst, ich habe alles gegeben, alles. Hab ich ja wirklich. Ja, und jetzt kannst du das noch mal machen und dann kannst du stolz sein. Ja? Ja? Mhm. Gut. Es gab für dich kein Problem. Das ist super gemacht. Ja. Okay, dann sag ich auch. Das ist super. So. Habe ich auch zu dir gesagt, die kommen hier runter, heult, ich hab's scheiße gemacht. Nee. Nein, so, hat's nicht. Ich sage euch, wir bleiben so, wie wir sind. Never change your running system. Wenn wir 2-1 und 2 machen, dann gehen wir gleich auf. Verena, bitte mir zuliebe. Ich massiere dich ja den ganzen Tag. Davon ab. Bitte. Verena hat halt, glaube ich, die beste Ausdauer von uns. Eben. Und ich hinter ihr. Lass mich jetzt. Es hat mich einfach angekotzt, dass keiner von denen wirklich in der Lage ist, wenigstens mal eine 5 zu laufen. Ich mache auch schon mit, ist ja nicht überwissen. Aber ohne also, Verena, ich habe so einen Respekt gerade vor dir. Ich kann natürlich mal am Arm nehmen. Ich wollte erst mal durchatmen lassen. Verena, das ist doch nicht der richtige Ton. Alles, was wir jetzt brauchen, ist noch ein starker Lauf. Das ist alles, was wir jetzt brauchen. Ihr seht ja da drüben, wie es brodelt, wie es kocht. Ich kann euch nicht sagen, warum. Ich beobachte es nur. Ja, ich habe kein schlechtes Wort über dich gesagt. Ich habe nur gesagt, ich will nicht noch mal die 6 laufen. Aber jeder sagt hier, ich laufe sie auch nicht. Guck mal, Verena. Ehrlich, wie viel Power hast du? Ich kann da nicht noch mal hochlaufen. Ganz sicher. Ja. Und jetzt verrate ich euch ein Geheimnis. Das zweite Mal da hoch wird nicht schlimmer wie das erste Mal. Oh. Ja, aber die Vermutung liegt ja nahe, dass es schlimmer wird. Aber jetzt kennt ihr ja, ihr wisst, ihr habt jetzt einen kleinen Erfahrungswert, ihr könnt damit umgehen. Du schaffst ein bisschen mehr, ich weiß das. Ja? Und jetzt möchte ich, dass du das auch glaubst, ja? Da sich nach der ersten Runde die Party übergeben musste, also es geht nicht, dass sie wieder die 4 macht, das schafft sie einfach nicht mehr. Okay, ihr wechselt. Du schaffst das, ich weiß es. Du schaffst es. So. Es war mir klar, dass Patti so oder so die Strecke 1 läuft. Und das Team muss das einfach akzeptieren und dann arbeiten. Wer macht die 1? Komm, wir machen so wie eben. Das ist scheißegal. Ich schaffe die 4 definitiv. Ich würde gerne 2 machen. Sicher, Verena? Ja, super. Wir holen uns das. Okay, so, auf geht's. Lautes Team Blau auf 3. Ole gibt vor, wie immer. 3, Team Blau. 1, 2, 3. Team Blau! Ihr sieht so aus, als hättet ihr schon verloren. So ist das überhaupt nicht. Kommt, die sind überhaupt nicht stärker. Ja. Wir zeigen denen jetzt, dass wir das Ding gewinnen. Ja. Wollen wir das Ding jetzt gewinnen? Ja! Gut.